grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder. Ich bin der Inhaber der gleichnamigen Unternehmensberatung aus dem schönen Bayreuth. Machen Sie mal ganz kurz die Augen zu und denken Sie drüber nach. Wie wäre es, wenn alle Aufgaben in Ihrem Unternehmen leicht von der Hand gingen, ohne Rückfragen, ohne Nacharbeiten, ohne Bearbeitungsfehler? Wie wäre es, wenn Sie mit den bestehenden Ressourcen, vor allem mit Ihren Mitarbeiterkapazitäten, einfach mehr Geschäft schaffen, weil niemandem die Zunge raushängt, sondern weil Sie einfach weniger für die Katz arbeiten? Wie wäre es, wenn Sie endlich klar wäre, wer, was, wann, womit und wofür macht, wenn die Dinge geordnet wären? Und wie wäre es, wenn Sie weniger Überraschungen in Ihrem Tagesgeschäft hätten und damit viel weniger die typischen Feuerwehreinsätze, wo Sie wieder irgendwelche Brände löschen müssen, weil wieder irgendwas nicht so funktioniert, wie Sie das Ganze vorgestellt haben? Klingt gut, aber Sie können sich es noch nicht wirklich vorstellen, wie sowas gehen soll? Dafür haben wir die URS-Effizienzwerkstatt entsprechend gebaut und entworfen. Und da gibt es zwei Kernthemen, mit denen wir wirklich arbeiten. Das Thema 1 ist Prozessmanagement. Mit dem Prozessmanagement bringen wir die Abläufe erstmal, machen wir sie sichtbar und bringen sie dann entsprechend in Ordnung in den Betrieb. Denn es wird geklärt, wer für was, womit und wozu wirklich zuständig ist. Es werden Schnittstellen geklärt, man macht sichtbar, wie die Abläufe wirklich im Unternehmen sind. Das ist kein großes Hexenwerk, das geht relativ gut und man kann auch wirklich in den allerersten Schritten schon ganz, ganz große Erfolge erzielen. Prozessmanagement ist also wirklich der Schlüssel, Ihr Unternehmen zu verstehen. Und dazu gehören auch gleich ganz am Anfang die allerersten Prozesskennzahlen, also Daten und Fakten wie zu den Abläufen, und damit können Sie auch wirklich Ade sagen zum Bauchgefühl. Also zum Beispiel, wie viele Angebote versenden wir pro Jahr und wie viele von diesen Angeboten werden wirklich zu Aufträgen? Diese ganz einfachen Prozesskennzahlen, regelmäßig erhoben, gibt Ihnen einen sehr, sehr guten Einblick. Also Prozessmanagement ist der Schlüssel, um Ihr Unternehmen zu verstehen, so wie es jetzt gerade ist. Dann werden Sie feststellen, manche Dinge laufen nicht so, wie Sie das Ganze vorstellen. Und da ist dann der zweite Schritt des Lean Management. Das kommt also aus dem Japanischen, speziell von Toyota und in der Automobilindustrie, ganz, ganz stark auch in der deutschen Automobilindustrie, hat man es sich wirklich zu eigen gemacht, die Prozesse zu verändern und zu optimieren. Und dieser Werkzeugkasten dafür heißt Lean Management. Es gibt einen Methodenkasten dafür, wie man sowas macht, aber die ganzen Veränderungen beginnen damit und so beginnen Sie wirklich weniger für die Katz zu arbeiten. Das ist leichter vorangegangen. Medienbrüche kommen raus zum Beispiel, die Durchlaufzeiten werden verbessert und das sind die entsprechenden Wirkungen von dem Lean Management. Also ich bin ganz ehrlich, ich liebe Überraschungen an meinem Geburtstag. Da bin ich wirklich immer ganz, ganz aufgeregt, wenn ich irgendwelche tollen Überraschungen bekomme. Aber ich mag ganz sicher keine Überraschungen in meinem Tagesgeschäft, in meinem Unternehmen. Und deswegen habe ich nicht nur mein Unternehmen mit Prozessmanagement und Lean Management organisiert, sondern eben auch in ganz, ganz, ganz vielen Kundenunternehmen. Ich glaube wirklich an diese Methoden und wir können das auch entsprechend beweisen. Reduktionen der Durchlaufzeiten, die wir wirklich gemessen haben, um 60, 70 oder gar 80% waren da wirklich keine Seltenheit. Das ist einfach von, ich kann jetzt beginnen zum Arbeiten und es wird wirklich fertig. Wie lange liegt das auf Schreibtischen rum? Das konnte man massiv reduzieren. Die Bearbeitungszeiten reduzieren, also wie lange arbeitet wirklich ein Mitarbeiter an einer entsprechenden Sache? Auch das konnten wir um teilweise 50 oder 60% wirklich reduzieren und damit ist die Effizienz gehoben, dass Sie mit den bestehenden Mitarbeiterressourcen wirklich deutlich mehr Geschäft schaffen können. Wenn Sie jetzt sagen, das wirklich, ich möchte so einen Schritt gehen, ich möchte es mal ausprobieren, gerne auch mal in einem ganz kleinen Teilbereich nur als Pilot quasi, damit Sie selbst dafür ein Gefühl bekommen, dass es wirklich funktionieren kann. Zum Beispiel beim Thema Rechnungslegung. Wie können wir es schaffen, dass wir unsere Leistungen schneller abrechnen und auch schneller zum Beispiel zu unserem Geld kommen? Wenn sowas für Sie spannend ist, dann schreiben Sie uns einfach eine Nachricht über unser Kontaktformular oder rufen Sie ganz einfach schnell an. Die Telefonnummer finden Sie oben in der Menüleiste von unserer Internetseite. Ich freue mich sehr auf den Kontakt. Ich freue mich auch sehr auf ein gemeinsames Gespräch. Bleiben Sie am Ball. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.